Ich empfehle euch und lege euch ans Herz die Gottesfurcht, um die es hier geht. Wie können wir es schaffen, in diesem Ramadan diese Gottesfurcht zu erlangen? Wie können wir es schaffen, diesen Ramadan richtig zu nutzen? Liebe Geschwister, es sind nur 30 Tage, 29 Tage. Und glaub mir, wenn du diese 29, 30 Tage richtig nutzt und dich vorbereitest, wird es dein Leben verändern. Erste Sache ist Fasten. Selbstverständlich. Der Prophet ﷺ hat gesagt, man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufila lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan fastet aus Glaube heraus und mit der Hoffnung auf den Lohn, dem wird Allah vergeben, was er vor an Sünden getan hat. Nummer 1. Nummer 2. Die Gebete verrichten, die Nachtgebete verrichten. Und hier eine ganz besondere Empfehlung. Wenn ihr es nicht schaffen könnt, in der Moschee in Gemeinschaft zu beten, dann betet das Gebet zu Hause. Das ist etwas, was viele nicht wissen. Du kannst es auch zu Hause beten. Du kannst auch zu Hause Qiyam ul-Layl beten. Du kannst auch zu Hause mit deiner Familie zusammen beten. Alleine mit der Familie, wie du willst. Stehe in den Nächten im Ramadan. Und vielleicht ist es sogar für dich, kannst du dich vielleicht sogar besser konzentrieren, wenn du zu Hause bist. Diese Chance muss man nutzen. Man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wer den Ramadan steht im Gebet aus Iman heraus mit der Hoffnung auf den Lohn, dem wird vergeben, was er vor an Sünden getan hat. Nummer 3. Laylatul Qadr. Dass man Laylatul Qadr macht. Dass man die sucht. In den ungeradenen Nächten der letzten 10 Tage des Ramadan und dort besonders viel Ibadah macht. Dann, der Ramadan ist der Monat des Korans. Das sagt Allah auch in den Versen. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran hudalli nasi wa bayinatun min huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Ja? Warum erwähnt Allah das? Was hat der Prophet gemacht? Der Prophet ﷺ ist den Koran durchgegangen mit Jibril ﷺ. Das ist etwas, was sich unter den Muslimen herausgebildet hat, dass das der Monat des Korans ist, wo einige Gelehrte Durus lassen und sich nur um den Koran kümmern, beziehungsweise nur mit dem Koran beschäftigen. Das heißt nicht, dass das ein Muss ist. Aber ich will sagen, wir sollten uns vornehmen jetzt, damit wir den Ramadan perfekt nutzen, diese gesegnete Zeit, dass wir uns zum Beispiel sagen, wir wiederholen das, was wir auswendig gelernt haben. Wir gehen das alles nochmal durch. Oder wir lernen nochmal etwas zusätzlich auswendig. Das ist eine gesegnete Zeit. Dann, Dhikr. Alle guten Taten in einer gesegneten Zeit. Ermahnungen, Dhikr. Nach den Gebeten und im Allgemeinen viel daran erinnern. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was für eine große Bedeutung diese Azkar überhaupt haben. Nach den Gebeten. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard. Und subhanallah und alhamdulillah füllen auf, was zwischen Himmel und Erde ist. Das haben wir letztes Mal gesagt in der Freitagspredigt. Das ist eine gewaltige Sache. Auch zu, wenn ihr zu Hause seid, Adhan rufen. Die Adhkar nach dem Adhan machen. Nächste Sache. Dua. Die Dua im Ramadan. Insbesondere beim Fastenbrechen. Ja? Und in dem letzten Drittel der Nacht. Insbesondere. Aber im Allgemeinen, Dua, schaut euch mal diese Verse im Koran an. Allah beginnt in Sure 2, es müsste Vers 183 sein. Ihr könnt selber mal gucken, 182 und 183. Da sagt er, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Dann kommt der nächste Vers, Ayyamun ma'dudat. Wird wieder etwas über das Fasten erklärt. Dann kommt Shahru Ramadan, die unsia fil Quran.
Und dann, was kommt danach? Nach Shahru Ramadan, was kommt nach diesem Vers? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Und wenn dich deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah, ich erhöre die Bitte des Bittenden, wenn er mich bittet. Das heißt, direkt nach dem Fasten wird erwähnt, was? Die Dua. Die Dua, die du sprichst, lieber Bruder, liebe Schwester, kann dein Leben verändern. Hast du Wünsche? Bitte im Ramadan. Ich kann euch nur eins sagen, damals, mein erster Ramadan, habe ich viel darum gebeten, dass ich eine Frau finde zum Heiraten. Und Alhamdulillah, im selben Ramadan habe ich meine Frau gefunden, die ich dann 3 Monate später ungefähr geheiratet habe. Alhamdulillah. Wollte ich nur als um euch Hoffnung zu machen, nicht unbedingt eine Frau, weil viele von euch sind schon verheiratet, sondern alle eure Probleme, die ihr habt, mit Dunya und Akhira zu tun haben. Das heißt, nehmt euch vor, viel Dua zu machen. Dann ganz, ganz wichtig, die Sünden lassen. Die Sünden lassen. Und hier sage ich euch, wie Umar al-Khattab gesagt hat, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Denkt mal darüber nach, wo seid ihr schwächer geworden in den letzten Jahren? Welche Sünden macht ihr? Welche Fehler macht ihr? Und das ist auch manchmal gerade ein großes Problem der Leute, die Multesimun genannt werden, praktizierend, dass sie die kleinen Sünden nicht mehr so merken, wie Blicke senken etc. Weil der betet ja 5-mal am Tag und der geht ja nicht in die Spielhalle und der trinkt ja auch keinen Alkohol und der macht dort dies nicht. Und dann sind solche Sachen, die so etwas kleiner sind wie schauen und hören, wird auf einmal locker genommen. Und das sind sehr schlechte Zeichen. Stell dir mal die Frage, was Musik angeht, wie ernst du das nimmst, wenn du irgendwo etwas hörst, was die Blicke angeht, etc., etc. Möge Allah uns alle recht leiten. Möge Allah uns alle recht leiten. Denn jetzt, und der Ramadan ist das Trainingslager, wenn du es 30 Tage schaffst, hättest du es inshallah danach durch, weil du dir das angewöhnst. Du gewöhnst dir das an. Warum schaffst du das? Weil du weißt, oh, ich will den kompletten Lohn vom Ramadan haben. Ich will nicht Schlechtes reden. Schau mal, die Zunge, subhanallah. Warum ist die Zunge so gefährlich? Kuffa alayka hava. Der Prophet hat sie ergriffen. Halte das hier fern. Fahal yakubu nas ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ja? Hüte deine Zunge. Was schmeißt die Menschen in die Hölle auf ihren Gesichtern oder auf ihren Nasen, außer die Ernte ihrer Zungen. So schnell sagt man was, so schnell erzählt man was. Weil die Zunge ist leicht zu bewegen. Du kannst keinen Körperteil so leicht bewegen wie die Zunge. Auf all diese Sachen achten und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Muttaqun machen in diesem Ramadan.